Also, ich saß in Köln in der Bahn, ich war rotzevoll. Man muss aber zu meiner Verteidigung sagen, es war Weiberfastnacht und es war schon 12 Uhr mittags. Ich war fertig. Ich war auf dem Weg nach Hause und ich sitze in der Bahn, wirklich, ich war voll wie ein Eimer und sitze in der Bahn und merkte wieder, oh, die Königin muss wieder hart pissen. Und ich wusste aber, ich halte auf gar keinen Fall die 10 Stationen bis nach Hause auf. Geht aus, es geht auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich eine brillante Idee. Betrunken habe ich oft brillante Ideen. Und dann dachte ich einfach, ey, ich steige einfach die nächste Station, steige einfach aus und gehe bei McDonald's pinkeln. Brillante Idee, hatten nur 8000 andere Mädels aus Köln auch. Also war schon eine riesige Schlange im McDonald's, die windete sich so einmal quer durch die Stühle. Und ich habe mich da angestellt, wirklich, ich war jenseits von Gut und Böse. Ich habe so geschwankt, ich habe eine eigene Umlaufbahn um mich selbst gebildet. Schon so ein Auge zugehalten, um zu fokussieren. Und ich stehe da so in der Schlange und denke, schön, gleich gehst du aufs Klo, einfach, wie das so ist. Und dann höre ich so hinter mir, wie mich so ein Mädel erkennt. Und ich drehe mich so um und sie so, oh Gott, hat sie so richtig auch ihre Freundin so angestutzt. Oh mein Gott, guck mal, das ist Caroline Kebekus, guck mal. Und die Freundin auch so, oh, ja, Caroline Kebekus. Aber oh Gott, die ist ja total besoffen. Und in dem Moment, du merkst ja, das ist wahnsinnig peinlich. Das darf nicht passieren. Und das Erste, was man macht, ist doch in so einem Moment, man überlegt so, okay, was würde ein nüchterner Mensch jetzt tun? Also fängst du an zu überlegen, was machen nüchterne Menschen? Ja? Du fängst also an, betrunken einen nüchternen Menschen zu spielen, was definitiv in die Hose geht. Und ich wusste aber, ich muss aus dieser Situation raus. Es ist viel zu peinlich. Ich war aber viel zu besoffen, um einfach zu gehen. Also habe ich den einzigen Move gemacht, der jede Frau auf der ganzen Welt aus jeder brenzlichen Situation bringt. Ich habe einen Anruf gefaked. Ja, normalerweise Königsdisziplin. Kann ich sehr, sehr gut. Auf dem Nachhauseweg vor allen Dingen. Ja, ich komme vom Kung Fu. Ja, alles klar. Ja. Falls mir jemand entgegenkommt, so, ja, ich komme gerade vom Kung Fu und ich habe gelernt, wie man mit der Handkante den Hoden vom Körper trennt. Ja, kann ich. In dem Moment aber. In diesem Moment. Ich war einfach zu besoffen. Deswegen war das Ganze grottenschlecht. Grottenschlechtes Schauspiel. Ging schon mega beschissen los. Ich so, oh, da klingelt ein Telefon. Was ist das für eine Info, für eine Kloschlange? Und dann, oh, oh, ich glaube, es ist meins. Haha, ah, da gehe ich jetzt aber mal dran. Hallo? Und dann habe ich so 10 Minuten Telefonat improvisiert, bis ich gemerkt habe, ah, Display von außen am Ohr. Das ging schon mal besser.